Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Und wir spielen auf Deutsch. Und wir gehen auf weiter. Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Warum ich das jetzt spiele, weiß ich auch nicht. Und zwar Heidi, das Spiel zum Film. Ja, das will ich mit euch jetzt mal spielen. Das wird bestimmt recht beschissen. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Nerven habe, dieses Spiel durchzuspielen. Aber ich gebe mein Bestes, um so weit zu kommen, bis ich gänzlich die Nerven verliere. So, was haben wir denn hier? Party, was haben wir denn Party? Party, Spielanzahl einer. Und bis zu 20 Mitspielern. Mhm. Kann man noch Schwierigkeitsgrad einstellen? Aha. Okay, was haben wir denn hier? Wähle die Anzahl der Mitspieler, indem du den Regler bewegst. Bestimme den Schwierigkeitsgrad, je weniger Bäumchen, desto leichter das Spiel. Wähle dann das Minispiel aus. Aha. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Vielleicht am Ende vom Let's Play. Hier können wir uns noch eine Filmvorschau anschauen und eine Info. Ey Leute, ich habe dieses Spiel wirklich mal gekauft. Ja, ohne Quatsch. Es kommt raus am 20.01.2006. Und ich habe das wirklich gekauft. Ich habe meine alten Spiele mal wieder durchgewühlt. Da hatte ich das in der Hand. Da habe ich gesagt, ja, spielst du das halt mal. So, wir gehen mal auf Info. Oh. Der Paradoxer, der Tobias Severin und der Lars Mortensen. Der Assoziate Produktor, der Katlin Kunze, der technische Direktor, der Jörg Doberge, dem Design, der Liedprogrammierer, der René Janowski, der Nils Herzog. Es ist ein deutsches Spiel, wie man sieht. Katlin Kunze war der Liedartist. Aha, noch mehr Artists ist der Daniel Schindler, oh, mit seiner großen Liste. Scripting, der Thomas Fischer und der Duco-Manager, der Michael Kairat. Ah, ja. Okay, das können wir jetzt zum Schluss nochmal anschauen hier. Ja, gut. Aber ich will nicht länger drüber reden, ich will jetzt mal mit euch so ein Spiel hier starten. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Und das wird bestimmt ewig. Spiel starten. Das war mal mein Anspielen. Ich will jetzt hier einen neuen erstellen, aber den können wir ja löschen hier oben. Ja, den will ich löschen. So, machen wir mal weiter. Name. Wir nennen uns... Wie nennen wir uns denn mal? Was passt denn da mal dazu? Wir nennen uns einfach mal... Horst. Dabbert. Nein. Wir nennen uns... Onkel Albert. So. Okay, Schwierigkeitsgrad lassen wir auf Normal und gehen mal auf Weiter. Semmeln für den Großvater. Das erste Kapitel. Wir gehen mal auf Vor. Ach nein, da muss man draufklicken. Hey, Entschuldigung. So, schon mal ein epischer Ladebildschirm. Kann man echt nichts gegen sagen. Ui, geht ja schnell. Heidi, Clara und Peter erlebten zusammen einen sehr schönen Sommer in den Bergen. Als der Herbst kam, wurde es für die Kinder Zeit, Abschied zu nehmen. Claras Gesundheit hatte sich so weit verbessert, dass Herr Sesemann sie auf einer höheren Töchterschule in einem Internat in Süditalien angemeldet hatte. Und auch Heidi würde den Winter über mit dem Großvater ins Dörfli hinunterziehen und dort mit den anderen Kindern die Dorfschule besuchen. Oh, Dörfli, wie cool. Als aber mit der Schneeschmelze der Frühling kam, packten Heidi und der Großvater ihre Sachen und zogen frohen Mutes und guter Hoffnung wieder in die Hütte hoch oben. Und hier beginnt nun unsere erste Geschichte. Heidi, komm herunter! Drücke die Pfeiltasten, um dich zu bewegen. Oh, die Pfeiltasten musst du... Wirklich die Pfeiltasten? Gott, mit der habe ich sehr dumm gespielt. So, das sind wir. Das ist hier Heidi. Auf der einen, da gibt es keine Sünd. Heidi springt, wenn du die Leertaste drückst. Hui! Hui! Ich bin die Heidi! Und hab übelstes Kantenflimmern. Ich bin die Heidi! Aua! Trottel. Ah, das sind unsere Lebensbalken, oder was? Aha. So, gehen wir raus. Ach, den kenne ich doch. Das ist doch dieser... Alte Perversling, ein Ui. Nee, kein Wunder. Ach du Sau, das ist ein Flimmer. Okay. Du Großvater Groffen. Wenn du das Symbol mit der Sprechblase siehst, heißt das, dass die Person oder das Objekt dir etwas zu sagen hat. Boah, wirklich? Drücke die Enter-Taste, wenn du dich in der Nähe befindest. Boah,
Ja, Großvater, Großvater, warum hast du so große Augen? Guten Morgen, Großvater. Guten Morgen, Heidi. Ich möchte, dass du gleich hinunter ins Dörfli gehst und einen Korb mit Semmeln abholst, den Peters Großmutter bereitgestellt hat. Das mache ich sehr gerne, Großvater. Ach, und Heidi, vergiss nicht, dass man gerade jetzt im Frühjahr die Gefahren der Berge nicht unterschätzen darf. Versprich mir, dass du dich von ihnen fernhältst. Na klar, Großvaterli. Gegenstände, die du einsammeln musst, tauchen in deinem Inventar auf. Rufe es auf, indem du die I-Taste drückst. Das Inventar wird nach einiger Zeit automatisch ausgeblendet. Aha, drück mal I. Der Zicken fressen sie besonders gerne, Li. Von der Bäterli, von der Zickeli. Ein Kopi frischen Semmeli. Dann machen wir uns mal auf, Li. Nage, kann ich schon mit meinem Großvater schlagen? Komm mal her, kann man die irgendwie nehmen? Nö, schade, hätte ich jetzt gerne meinen Schädel gezogen damit. Gut. Ohne Blumen kann man nicht fliegen. Nö. Na gut, machen wir los hier. Heidi. Was ist auch der Lust, oder was? Drücke die M-Taste, um die Übersichtskarte anzuzeigen. Heidi wird als Pfeil dargestellt. Dieser zeigt in die Richtung, in den die Heidi gerade schaut. Der Stern zeigt an, wohin du gehen musst, um das aktuelle Rätsel zu lösen. Du schließt die Karte, indem du wieder die M-Taste drückst. Der M-Li-Taste-Li. Der Drücker lässt die, ne? Der M-Li-Taste-Li. Ja, da kann ich ja mal M. So, dort muss ich hin. Wo muss ich denn hier? Aha. Da geht's runter. Zum Dürfeli. Dürfli. Oh Gott, diese kleine Fliege, die macht mich wahnsinnig. Das ist doch diesen Horrorspiel hier. Okay. Wir müssen runter zu. Also, wir müssen vor, dann rüber, dann runter. Also, eigentlich muss ich Straße lang. Ach, M. Mann. So, und auf geht's. Auf geht's ins das Dürfeli. Ja, ich mag das Dürfeli. Ich bin die Heiteli. Nimm dich in Acht vor violetten Riesenstinkmorscheln. Sobald Heidi einen solchen willst du nahe kommt, stößt er eine giftige Dunstwolke aus. Zum Blumenpflücken ist immer Zeit. Genau, Heideli. Hallo, Morscheli. Ups. Aha, da furzt uns also an. Na. Zur Hochweide? Nein, da wollen wir nicht hin. Zum Dürferli. Komm mal zum Dürferli. Heidi, Heidi. Heidis Lebensenergie sind Edelweiß. Edelweiß. Wenn Heidi Schaden nimmt, verliert sie einige der Blumen. Du musst sie ganz schnell wieder einsammeln. Aha. Der Heideli verliert Lebensenergie. Meistens nicht Heideltraut. So, gut. Dann warte her. Ich bin die Heidi. Meine Welt du kannst deine Lebensenergie auffrischen, indem du Edelweiß sammelst. Aha. Es gibt zum Beispiel einige, die an geheimen Orten versteckt sind. Nein, geheime Orte. Gibt es ja auch noch. Das ist ja furchtbar. Ist das ein geheimer Ort? Da glitzert so. Hallo, geheim. Wir haben einen geheimen Ort. Habt ihr das gesehen? Cool. Mäh. Wer mäht mich hier blöd voll? Ich sehe hier niemand rummäht. Geh raus, Mann. Halt. Boah. Geheimes Örterli. Ups. Ein Furzpilz. So. Zur Schlucht. Nein, wollen wir auch nicht hin. Bah. Mann. Zur Schluchteli. Da wollen wir nicht hier hinteli. Gib. Ein Lawinengroll. Das ist eine Gefahr der Berge, vor der mich der Großvater gewarnt hat. Hä? Ja, bei Heidi gibt es auch Monster. Ich kriege mal noch einen Schwert und können sie wieder mähen. Zum Bergsee. Da kann man gar nicht Beuteli gehen, weil der Bergeltrolleli dort ist. Zum Dürfli. Auf zum Türfeli. Das ist ein Edelweiß. Edelweiß. Schenk mal einen Gartenzwerg. Schnauze. Läuft die nicht? Was? Ich soll die Großmutter besuchen. Halt's mal ins Maul, das ist das solche einsammeln. Ich seh nichts. Oh, verdammte Li, unsere Lebensenergie Li. Gott, meine Fresse. Das ist ein Edelweiß. Edelweiß Li, komm zu mir Li. So. Bin ich richtig? Ich denk's mal. Ups. Ein böser Pilzli. Wir drücken mal M. Ja, scheint schon richtig, ne? So hoch beide zum Dürfli. Geh weg, du Stinkmorschel. Ein Stein falls wenden, lösen sich manchmal große Steinbrocken. Sobald die Erde anfängt zu beben, musst du stehen bleiben, damit Heidi keinen Schaden durch das Geröll nimmt. Weiß?
Haben wir hier was? Ich würde natürlich alles mitnehmen. Aua! Was? Ja klar. Alles logisch. Upsi, da sind jetzt riesige Steine. Die Heidi ist 30 cm groß. Und zu gucken, wiegt ungefähr was an den 10 Tonnen. Geh weg. Ist doch zu Matsch, die arme Heidi. Sammle so viele Edelweiß, wie du kannst. Denn wenn Heidi alle verloren hat, musst du die Geschichte von vorn beginnen. Was? Lass mich verarschen. Wie die Geschichte von vorn? Gibt es nicht mehr Speicherpunkte oder was? Das habe ich mit Joyce eingelassen, ja. Hätte ich mal Fleisch gespielt. Ja. Böser Steineli. Geh weg, Eli. So. Das ist ein Kinderspiegel, verdammt. Da können wir doch keine riesen Felsbrocken hier einbauen. Die von oben gefallen kommen. Mit bösen blutigen Sehnen. Die sich ihren Kopf zermatscht oder so. Moin. Böse Pilzelis. Ich wende dich ein Schwerterli. So. Zum Dürfli. Oh mein Gott, wir sind beim Büro. Oh, stell den hier. Hieroglyphen. Heidi kann ich lesen, Lee. Hä? Soll das sein? Hätte sie aber was richtig hinschreiben können. Nicht so irgendwelche Hieroglyphen. Aha. Hier wohnt Johanna Trösch. Hallo, Frau Trösch. Willst du heute Trösche haben? Oh, der Omi Lee. Guten Morgen, Großmutter. Stell dir vor, ich bin gerade den Gefahren der Berge begegnet. Wow. Die sind wirklich zum Fürchten. Oh ja, Kleines. Und gefährlich noch dazu. Hast du denn keine Angst vor ihnen? Früher, als ich noch ein kleines Mädchen war wie du, war ich auch oft draußen. Wenn ich dann den Gefahren der Berge begegnet bin, habe ich mir Mut gemacht, indem ich ganz laut gesungen habe. Weißt du, Kleines, ein Jodler kann manchmal Wunder bewirken. Und woher wusstest du, was du singen sollst? Beim Franzl konnte man früher immer kleine Liederheftchen kaufen. Die gibt es bestimmt immer noch. Wenn du eins hast, besuchst du mich wieder. Und wir singen etwas zusammen. Nein, das werde ich nicht. Okay, ich bin mehr als B. So, kann man das irgendwie kaputt machen, ja? Die Umeli, ich denke, du hast Semmelis. Oh, wir haben eine Edelweiß. Holen wir es doch sofort. Zack. Wer wohnt denn hier? Wer mag hier wohl bloß wohnen? Hier wohnt Beate Strickler. Hallo Beate, ich bin's, die liebe gute Heidi. Ist das eine Edel? Für die Textur. Ach du Scheiße. Wow, ich bin begeistert. Na gut, ich spiel's von 2006 nicht, also die wollen wir nicht mehr meckern hier. Dürfli, steht sogar dort, Lee, dass da ein Dürfli ist. Ich würde es einfallen lassen. Dürfli. Hast du auch ein Dürfli für mich? Gibt's halt einen Doppelpack. Oh, ein Edelweiß. Jetzt holen wir uns natürlich. Oh, was war für die Türe? Da gehen wir gleich mal rein. Ich soll bei Franz im Warnhäusli vorbeischauen. Oh, meine Nerven. Hallo Warnhäusli. Gar keiner zu Hause, Lee. Aha. Ups. Gendarmerie. Polizei gibt's auch. Also gibt's ja auch Verbrechen, Mord und Totschlag. Wenn Heidi mal wieder ihre kritischen 5 Minuten hat und irgendwelche Leute zusammenschlägt. So. Dabei gibt's gar keinen Einwohner, oder? Ich sehe doch gar niemand. Ah, das ist Bäckerei. Ah, das kann man mal lesen hier. Betteln und Hausieren verboten. Ihre Kirche. Okay. Edelweiß holen wir uns doch sofort. Edelweiseli. Der Postbote hat einen Brief an Frau Brügger verloren. Kriegen wir auch noch Skillpunkte oder was, wenn wir irgendwelche Aufträge erledigen? Hui. Naja, da schauen wir halt mal. Frau Brügger. Hier wohnt Frau Strickler. Das ist ein Riesendorf hier. Frau Trösch. Hallo, ich bin die Frau Trösch. Jetzt hören Sie auf, mich so anzuschauen. Ach ja. Hier wohnt Ilse Brügger. Hier wohnt Ilse Brügger. Du musst noch eine Briefe einwerfen. Hallo? 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 Hm.
Ah, das ist eine Blume. Mhm. Gut. Da wohnt denn eigentlich hier? Hier wohnt Felix Gauchi. Das macht Gauchi mit ihm. Mein kleines Cowboy-Gesicht. Kautschuk-Gesicht. Wo ist der Dorfladen? So. Hier wohnt Georg Horschler. Hurisch, ne Hurisch, hier Hurz. Armbandanzug, tuff, 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 die Eisenbahn, wer will heute mit uns fahren? Wo warst denn du? Ich war in Dürfli. Oh, Heidi ist ein Geist, Heidi läuft durch Wände. Ja, durch Türen. Bäh. Kann der durch Bank laufen? Nö. Fahrkartenhäusli. Kann man durchspringen? Kann man durchspringen? Nee. Wow, was für ein Spiel, was Freunde. Das habt euch doch bestimmt zu den Ohren, genau wie mir. Geh weg, du blöder Baum. Oh, da war doch noch ein Blümli. Wollen wir drüber? Und mit Anlauf, Heidi, mit Anlauf! Mit Anlauf! Nee. Mann. Ups. Meine Nerven, das ist ein Spiel, du. Das habe ich mir wirklich mal gekauft. Stellt euch das echt mal vor. Es gibt bekloppte Menschen, die kaufen sowas. Ich zum Bleistift. Oh, Blümchen. Oh, kein Blümchen. Telegrafenamt. Aha. Ist ja hoch und furchtbar interessant, was hier alles so zu suchen gibt. Na gut, also wir haben dieses Verkaufsständeli, wenn wir es mal so sagen, noch nicht gefunden. Hier ist Bendel und das hier verboten, da bleiben wir auch fern. Gehen wir mal hier rein in zur Bäckerei hier. Hallo, Herr Bäcker. Ich soll bei Franz im Warenhäusli vorbeischauen. Schnauze. Einen schönen guten Tag, Herr Kaufmann. Die Großmutter schickt mich. Ich soll fragen, ob es die kleinen Liederheftchen noch gibt. Oh, nach denen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich kann ja mal nachsehen. Sie sind wohl sehr schlimm erkältet. Ich weiß, wo es gute Teekräuter gibt. Ich laufe schnell hin und bringe Ihnen welche. Dann geht es Ihnen bestimmt bald besser. Na klar, ist das noch Probleme, oder was? Muss ich eine Sekunde herkriegen? Halt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.